Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich 7 Sommer-Schönheitstipps in Kooperation mit Dalton. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, welche 7 Produkte aus dem Dalton-Sortiment ich euch wärmstens ans Herz legen möchte, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist tatsächlich soweit, wenn ihr dieses Video seht, bin ich mit Dalton und ein paar wundervollen anderen Mädels auf Korfu und ja, wir sind ja im Prinzip geschäftlich da, ne? Aber es wird sich sehr sicher anfühlen wie Urlaub und es ist für mich seit Jahren das erste Mal wieder, dass ich irgendwie im Urlaub bin oder so. Ich bin sehr emotional sowieso in letzter Zeit, aber ich freue mich da so sehr drauf und deswegen, ihr seid mit daran schuld, ihr seid dafür verantwortlich oder ihr habt es einfach ermöglicht tatsächlich, dass diese Kooperation überhaupt entstanden ist, denn ihr seid da, ihr unterstützt mich und deswegen freue ich mich immer so sehr, dass ich hier einfach sein darf und mein Ding mit euch zusammen durchziehen kann, darf und es macht mir einfach so viel Freude. Also vielen, vielen Dank. Und deswegen wird es auch in diesem Video wieder eine dicke, fette Verlosung geben. Ich verlose einfach ein schönes Beauty-Paket, wo ich Pflege, dekorative Kosmetik, Essentials, alles Mögliche zusammenpacken werde und an jemanden von euch verlosen werde. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Das ein oder andere Dalton-Produkt werde ich natürlich auch noch mit reinlegen. Also, ne, weil es sind einfach Produkte, die mir am Herzen liegen, weil die Firma wirklich klasse ist. Weil jetzt auch gerade dieses Event ist, habe ich auch nochmal so einen Special-Rabattcode, weil normalerweise sind das ja so 20% und jetzt habe ich die Möglichkeit, euch wirklich 25% Rabatt zu geben vom 12. bis zum 22. Mai, also bis zu meinem Geburtstag tatsächlich und das ist der Code SOMMERCLAUDI. Der gibt dir, wie gesagt, 25% Rabatt. Es ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision. Aber wichtig ist, dass ihr einfach ein Viertel des Preises sparen könnt, denn wir sind hier ja auch im High-End-Pflegebereich, ne? Und wobei auch dekorative Kosmetik findet ihr ja bei Dalton, entweder von Dalton selber, bei der BB-Cream zum Beispiel oder die Nähprodukte, ne? Schaut auf jeden Fall mal dort auf der Homepage vorbei. In die 25% Rabatt habt ihr auf jeden Fall in den 10 Tagen sicher. Und ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei Dalton von ganzem Herzen, dass es überhaupt die Möglichkeit dieser extrem geilen Zusammenarbeit gibt. Und denn es ist eine der wertschätzendsten Zusammenarbeiten, die ich je erleben durfte. Es ist einfach total fantastisch. Also ich bin zu vielen Dingen einfach überhaupt nicht verpflichtet. Das ist eine super lockere Geschichte und ich darf halt zu allem meine absolut ehrliche Meinung sagen und das tue ich auch. Und deswegen feiere ich das einfach hart. Ich habe mir jetzt aber wirklich 7 Produkte rausgesucht, die vor allem im Sommer für euch sehr interessant sein könnten. Das sind sowohl Gesichtspflegeprodukte als auch Körperpflegeprodukte. Denn jetzt ist es natürlich so, dass die Sonne rauskommt und wir da entsprechend Präventivmaßnahmen oder auch quasi Nachbehandlungsmaßnahmen treffen müssen. Also wenn wir vielleicht so ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen haben, ist unsere Haut sehr feuchtigkeitsarm. Und da kommt natürlich meine Lieblingsmaske an den Start. Ich liebe sie. Das ist die Dalton Facecare Hydrolift Biocellulose Mask, die einfach so geil Feuchtigkeit spendet und halt wirklich, die ist toll, Leute. Und die könnt ihr theoretisch auch zweimal verwenden. Aber das ist halt eine Maske, die dir nachhaltig Feuchtigkeit geben wird und auch wirklich nachhaltig diesen Anti-Aging-Gedönsen machen wird, weil sie ja quasi dadurch, dass sie dir Feuchtigkeit in die Haut reinhaut, diese ganzen Trockenheitsfältchen aufplampen lässt. Und das nicht nur so für den Abend, wo du es verwendest oder für den Tag, wo du es verwendest, sondern wirklich langfristig. Und das finde ich, macht halt einfach diese Maske extrem aus und rechtfertigt auch den Preis. Also wenn man sich diese Maske holt und die dann vielleicht ein-, zweimal pro Monat macht oder halt zu einem ganz speziellen Zeitraum, wenn man sich was Spezielles gönnen möchte, wenn man wirklich zu viel in der Sonne gechillt hat und so, dann ist das einfach sein Geld wert und ich kann euch das mega empfehlen. Es ist häufig so, dass wenn ich halt irritierte Haut habe und meine Haut am Eskalieren ist, ne, also dass ich entweder halt so einen Trockenheitsschub habe ich öfters leider, oder wenn ich so meine Menstruation eigentlich hatte sonst, jetzt mittlerweile, wenn ich hormonelle Geschichten habe,
dann gönne ich mir die. Dann brauche ich die. Und dann schreit meine Haut auch echt danach. Ne? Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich diese Maske mal testen durfte und dass sie seitdem einfach volle Elle in mein Herz reingeflogen ist. Ich habe mir zu allen Produkten auch so ein bisschen was aufgeschrieben, dass ihr einfach, weil ich weiß, ne, manche stehen halt hardcore auf Inhaltsstoffe, bin ich jetzt nicht so die Ultra-Fee drin, deswegen mache ich mir da lieber Notizen für. Ne? Und hier habe ich mir zu aufgeschrieben, dass wir hier für den Zellschutz das Planktonextrakt drin finden werden. Und für die Feuchtigkeit halt die Hyaluronsäure. Und das sind halt die Wirkstoffe, die uns etwas mehr Liebe geben. Und deswegen kann ich euch die voll empfehlen. Das ist so eine Saugnapfmaske, das wollte ich halt auch noch dazu sagen, ne? Weil du kannst damit über Kopf hängen, du kannst damit Staub saugen, du kannst damit so viel, du kannst, ich glaube, gefühlt damit joggen gehen. Also die hält fest, ne? Das ist nicht eine Maske, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter gehst, dass sie dir vom Gesicht fällt, wie das bei anderen Masken manchmal der Fall ist, weil das halt so eine ganz, diese Biozellulose-Geschichte ist halt so eine ganz besondere Konsistenz der Maske an sich, ne? Deswegen nichts für jeden Tag, ne? Weil quasi gepeisy, aber halt wirklich etwas nachhaltige Liebe für deine Haut und deswegen mega geil für den Sommer. Ich liebe sie ganzjährig, aber ne? Safe erstes Produkt, was ich hier zeigen wollte. Dann habe ich hier etwas und zwar ist das Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peeling. Wir sollten jetzt ja echt auf die ganzen AHA, BHA, also auf die Säurepeelings verzichten und unserer Haut etwas Sanfteres geben. Da kommen jetzt zum Beispiel die Enzym Peelings sehr, sehr gut. Und hier haben wir halt das Produkt in Pulverform drin und das ist in einzelnen solchen Sachets, die kannst du halt für 2-mal immer verwenden. Da ich solche Peelings in der Regel jetzt aktuell eher einmal die Woche, aber ansonsten 2-mal die Woche verwende, reicht ein so ein Sachet für eine Woche, ne? Genau. Und dann kannst du dir halt einfach das Pulver in die Hand geben und das kannst du dir dann auf dein angefeuchtetes Gesicht einfach drauf machen. Hallo Fokus, hat keine Lust heute. Naja, und dann ja, kannst du das etwas mit den Fingern wieder aufemulgieren und ich lasse das auch gerne mal so 1-2 Minuten auf dem Gesicht, während ich dann zum Beispiel meinen Körper peele, wasche mir das dann runter. Du hast nicht diesen Soforteffekt, dass du irgendwie gefühlt ein rotes Gesicht hast oder dass du halt direkt merkst, so, wow, ich habe hier mega mein Gesicht gepeelt. Aber Leute, wartet es einfach nur ab. Im Laufe der Zeit habt ihr so ein verfeinertes Hautbild, weil das quasi die abgestorbenen Hautschüppchen ganz sanft runternimmt, nimmt, ohne wirklich mechanisch die Haut zu schädigen. Ne? Das ist so geil. Im Laufe der Zeit verbessert sich das Hautbild und alles sieht irgendwie nicey-capicy aus. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Ich gehe da aktuell ein bisschen vorsichtiger mit um, weil wir da auch, glaube ich, Salicylsäure drin haben und aufgrund der Schwangerschaft sollte man da nicht allzu viel von verwenden. Deswegen wirklich nur einmal die Woche und ganz vorsichtig. Aber ich liebe es einfach. Ich finde es total super und kann das wirklich wärmstens empfehlen, weil das halt auch für sensible Haut sehr gut geeignet ist. Inhaltsstoffe, Leute. Da haben wir einmal für die Klärung und Verfeinerung der ganzen Geschichte die Papaya-Enzyme drin. Also das ist halt der Hauptwirkstoff hier drin. Dann haben wir für den Hautschutz das Zinkoxid drin enthalten. Ne? Und für die Hautberuhigung haben wir dann noch Kieselerde mit dabei. Und da merkt man halt direkt, das ist ein sehr entspanntes, ruhiges Produkt, beruhigendes Produkt halt auch, was jetzt nicht irgendwie dir dein halbes Gesicht runternehmen möchte. Und das finde ich sehr sympathisch. Jetzt habe ich hier als drittes Produkt ein Produkt drin, was es letztes Jahr gab, was dann ja aus dem Sortiment genommen worden ist, weil es ein saisonales Produkt ist. Und jetzt ist es wieder da. Hier ist es, dieses mega geile Feuchtigkeitsspray. Kannst du übrigens auch 1A als Setting Spray oder als Fixing Spray über dem Make-up verwenden. Mache ich ganz gerne. Und auch so über einen Tag, weil es nochmal so einen Feuchtigkeitskick gibt. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mich heute Morgen geschminkt und bin dann auch mit Sammy spazieren gewesen, bin durch die Gegend gelaufen. Ne? Irgendwann fühlt sich das Make-up nicht mehr ganz so fresh an, wie es am Anfang mal war. Und dann einfach hiervon ein bisschen drüber geben. Oh, geil. Also das ist richtig, richtig schön. Könnte ich jetzt ja auch einfach mal machen. Ne? Also ihr seht hier den Sprühnebel. Das Ganze eigentlich auf Gesicht und Körper, aber für den Körper ist es echt zu schade. Mm. Oh. Einmal eine kleine Gesichtsdusche, bitte. Ich lieb's. Also wirklich, ne? Und das ist so angenehm. Klar, wir haben so ein paar Tropfen, aber das ist nicht schlimm. Es ist ja einfach Feuchtigkeit, ne? Oh. Richtig angenehm. Kann ich euch also wirklich ans Herz legen. Ich weiß noch, als Melo Flori und ich zusammen mit Denise, also unserer Betreuerin, sage ich mal, in dem Zoom-Call saßen, weil wir über Corfu gesprochen haben und Denise dann gesagt hat, Mensch, ne, das Spray kommt wieder raus, sagte Melo Flori direkt, also Melli, wow, ja, voll geil.
Hat sich auch tierisch direkt gefreut, ne? Kann ich voll unterschreiben. Hat mich auch sehr gefreut. Genau, das hier hat aber so super viele krasse, geile Inhaltsstoffe, das ist der Wahnsinn. Das wird man dem kleinen Schätzelein hier gar nicht ansehen, weil du denkst dir, ja gut, das ist halt so eine Flüssigkeit, die irgendwie so blau, bläulich eingefärbt ist, wobei das eher, ich glaube, die Verpackung ist und weniger das Produkt an sich, ne, weil ich glaube schon, egal. Würdest du nicht davon ausgehen, dass es so viele geile Inhaltsstoffe hat, aber das Produkt hat es in sich, Leute. Denn du kannst es ja sowohl als Toner verwenden, als auch als Primer, als auch als Setting Mist. Also wir haben hier wirklich ein Allrounder-Produkt, was ich sehr feier. Ich versuche es aber wirklich nur dosiert einzusetzen und dann nicht allzu viel davon zu verwenden, weil dann ist es ruckzuck leer und das fände ich wieder schade. Wir haben erstmal für den generellen Hautschutz den grünen Tee hier drin. Das ist schon mal eine ganz schöne Geschichte, dass die Haut absolut geschützt ist erstmal. Dann haben wir das Ginseng zur Hautstärkung hier mit dabei. Also falls dann irgendwas passieren sollte, dass Ginseng halt trotzdem um die Ecke kommt und sagt, ich stärke die Haut mal so ein bisschen. Dann haben wir Panthenol für die Hautregeneration hier mit dabei. Panthenol ist ja sowieso ein sehr pflegender, guter Inhaltsstoff. Provitamin B5 müsste das ja sein. Und dann haben wir die Braunalge hier drin für die Zellatmung und die spendet auch noch Feuchtigkeit. Zellatmung ist halt auch ganz wichtig, damit die Haut halt mehr... Ja, es hört sich so eh an, aber damit sie ja Möglichkeit hat, ne, dass es nicht verstopft, dass es halt alles irgendwie geklärter ist und halt die Feuchtigkeit auch besser aufgenommen werden kann. Und ebenfalls Feuchtigkeit spendet natürlich Aloe Vera. Und das sind natürlich so viele geile Inhaltsstoffe in einem kleinen Freshen Up Tüdelü Produkt, ne, was ich einfach gut finde. Und wie gesagt, du hast es halt auch noch als Fixing Spray, Primer und Toner. Das heißt, du hast im Prinzip drei Produkte hier drin vereint. Ist auch ganz geil, ne? Aber ich würde es halt wirklich nur fürs Gesicht nehmen. Mir steht ja auch Face Care drauf, weil ansonsten ist es zu schade. Eins habe ich noch fürs Gesicht. Da habe ich jetzt eigentlich ein anderes Produkt. Also ich wollte euch eigentlich das Ampullenset Marine Anti-Aging vorstellen. Das blende ich euch mal ein. Habe ich aktuell nicht als Set, also als hier eingepacktes Set mehr, sondern nur noch die einzelnen Ampullen. Ne? Also ich habe jetzt hier ein Set, das war eine Limited Edition. Die gab es halt für diese Brustkrebsgeschichte damals, als ich auch nach München geflogen bin tatsächlich und Dalton da besucht habe. Und hier sind drei von den Ampullen schon mal drin enthalten, die auch in diesem Marine Anti-Aging Set drin enthalten sind. Dieses Marine Anti-Aging Set kann ich euch gerade für den Sommer mega empfehlen, denn da sind die besten 5 Ampullen drin enthalten, die jetzt gerade im Sommer voll gut sind, weil die halt so feuchtigkeitsspendend sind und so, ne? Erzähle ich euch gleich aber genau, was drin ist, ne? Hier haben wir nämlich die drei drin enthalten, aber halt dann, ne, auch 5 Stück, und aber dann halt teilweise doppelt. Das ist einmal die Extreme Lift, die C und die Caviar Deluxe Ampulle. Finde ich klasse, sind richtig geile Ampullen, aber wie gesagt, das hier war eine LE. Da kann ich euch das Marine Anti-Aging Set voll empfehlen. Ja, das ist halt auch super zum Verschenken oder für sich selber zum Verwenden halt, ne? So, in dem Marine Anti-Aging Ampullen Set haben wir nämlich auch die C-Ampulle drin enthalten. Das ist quasi, also das sind quasi Stammzellen. Das heißt Skin Essential Activator. Genau, das steht hier nämlich auch nochmal ausgeschrieben drauf. Und das ist halt für definierte Gesichtskonturen geeignet. Dann ist da halt auch die Extreme Lift Ampulle drin. Das ist straffend mit Soforteffekt, wie der Name schon sagt halt. Ne? Dann die Caviar Deluxe. Die ist so gut, Leute. Wirklich. Also ich liebe die im Winter. Vor allem ist ein Kollagen Booster. Die gibt der Haut halt richtig Liebe und richtig dieses Boost. Bam, in your face. Und ich finde, dadurch sieht man einfach 5 Jahre jünger gefühlt aus. Ich finde es richtig geil. Und ja, empfehle euch die hart, ne? Die kann man übrigens natürlich auch einzeln kaufen. Aber ich finde halt dieses Set ganz geil, wenn man die Ampullen mal austesten möchte oder wenn man halt wirklich variieren möchte. Dann die Hyaluronic Urea. Die verwende ich auch gerne, wenn meine Haut mal wieder spinnt, weil Urea halt sehr, sehr gut dafür geeignet ist. Huch, das ist für Aufpolsterung und die ist halt auch mit Hyaluronsäure drin, ne? Und dann gibt es noch die Q10, die einfach erfrischend wirkt und auch wieder diesen Anti-Aging-Wirkstoff Q10 drin enthalten hat. Und die Ampullen sind halt wirklich meine Lieblingsampullen bei Dalton. Sehr, sehr klasse. Dalton hat super viele geile Ampullensets und ja, schaut da gerne, wie gesagt, einfach mal vorbei. Und wenn ihr jetzt halt auch noch diese 25% mit Sommer-Claudi drauf sparen könnt, ey, das ist doch 1A, oder? Dann kann man es einfach mal ausprobieren und ich kann es euch halt voll empfehlen. Oder ihr könnt euer Lager mal wieder auffüllen. Wäre auch ganz cool, ne? Ja, genau. So viel zum Ampullenset. Finde ich wirklich sehr empfehlenswert und sehr, 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 sehr schön. Man muss nicht jeden Abend eine Ampulle machen. Also es reicht theoretisch, wenn du
Also wenn du eine Kur machen willst, also wenn du wirklich sagst, Mensch, ich heirate in 14 Tagen oder so, ne? Dann machst du dir alle 2 Tage halt eine Ampulle oder ich mache halt eine Woche vorher diese Ampullenkur. Aber wenn du halt einfach nur dieses generelle frische Gefühl haben möchtest und ab und an der Haut einfach mal, ne, für einen längeren Zeitraum was Gutes tun möchtest, reicht es theoretisch, wenn du so 1-2 Ampullen, ne, schon so in der Woche machst. Das ist schon ganz cool und kannst dann der Haut individuell, was sie gerade so braucht, das geben, was sie gerade halt braucht. Ne? So, wenn wir mit dem Gesicht fertig sind, gehen wir natürlich zum Körper über. Aber ich muss mir kurz einen Schluck trinken, denn ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vielleicht sogar schon ungeschnitten gemacht habe. Ich rede hier ohne Punkt und Komma, ne? Das ist übrigens ein Tee von Mesmer Holunder Kirsche, den ich einfach kalt hier ins Glas gegeben habe. Und dann zieht der Teebeutel, ne, dann einfach einen Strohhalm rein. Mega erfrischend. Also ich war ja lange auf der Suche nach dem richtigen Tee, der mir jetzt halt aktuell gut schmeckt und den ich halt auch viel trinken kann. Der ist echt klasse. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Auch so als kleiner Side-Sommer-Empfehlungsgedönsen. So, als nächstes kommen wir zu etwas, oh, die, also, hat Denise mir empfohlen. Die ist so geil, die Frau, ich sag's euch, ne? Hat mir empfohlen, mir einfach mal dieses Ingwer-Meersalz-Peeling zu nehmen. Ich habe immer gesagt, na, vorsichtig, ne? Ich bin ja so, wenn ich mich rasiere und dann peele, dann brennt das wie Feuer und dann renne ich dir schreien unter Dusche weg. Bei dem hier nicht. Das ist so ein geiles Peeling. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, weil es halt Meersalz ist, ne? Also Salz halt. Du hast ja auch so einen Spatel mit dabei, den brauchst du am Anfang auch echt und den brauchst du auch immer, wenn du das Produkt entnimmst. 2-mal die Woche mache ich mir ein Körperpeeling, dienstags und freitags. Ich drehe das Video am Freitag und ich glaube, es kommt auch am Freitag online, oder? Witzig. Da ist immer mein Peeling Day und oh, weil das kommt halt relativ getrennt, wenn es zu dir nach Hause kommt, dann nimm dir einfach den Spatel, rühr ordentlich um. Das riecht angenehm. Also den Ingwer, den riecht man wirklich, den soll man ja auch zum Beispiel, wenn man keine Ahnung, wenn einem schlecht ist oder so, ne, soll man ja auch Ingwer kauen und so, habe ich schon gehört. So sieht das dann aus, wenn quasi die beiden Phasen, heißt das ja nicht, wenn die beiden Konsistenzen so richtig miteinander vermischt sind. Man sieht wirklich, was da drin ist. Man sieht das Meersalz, man sieht die Ingwerstückchen, man sieht diese pflegenden Öle hier drin. Ich sag's dir, ohne Flachs, du hast danach eine babyzarte Haut. Das ist überhaupt nicht übertrieben und das ist etwas, was man sich halt auch wieder, ne, wenn es Richtung Hochzeit geht, wenn es Richtung, ich habe ein Event oder ich möchte mir einfach mal selbst was Gutes tun geht, gönn dir hart, ne? Richtig geil. Richtig geil. Hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Ich habe nämlich echt gedacht, und das habe ich Denise auch klipp und klar gesagt, ich bin, also habe noch nie ein Meersalz oder ein Salzpeeling verwendet, was nicht gebrannt hat, was meine Haut nicht irritiert hat und wo ich nicht schreiend weggelaufen bin. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Ich habe das auch bei Melli, bei Mello Flori, die hat es auch schon erwähnt und gesagt, dass sie es geil findet. Ich habe das auch bei Amelie with Love auch schon im Video gehört und habe mir gedacht, na, ich weiß ja nicht. Mega. Einfach geil. Jetzt kann ich euch auch ein bisschen was über die Inhaltsstoffe erzählen. Ja, Meersalz ist halt auch für die Entschlackung ganz gut und ist natürlich auch das Peeling-Partikel-Gedöns, was hier drin enthalten ist. Ingwer macht die Haut halt streichelzart, weil es halt auch irgendwie diesen Detox-Effekt und so was alle hat. Dann haben wir die verschiedenen Öle. Pfirsichkernöl, Mandelöl und Jojobaöl. Spendet natürlich Feuchtigkeit, astrein. Also ich persönlich muss mich schon danach noch eincremen, aber ich glaube, jemand, der jetzt nicht so eine Trockenpflaume ist wie ich, oder ne, braucht sich nicht danach eincremen, eigentlich. Ja. Und dann haben wir auch noch das Sonnenblumenextrakt drin, das enthält halt super viel Vitamin E, das Schönheitsvitamin, und das wollen wir natürlich alle super gerne verwenden. Und dann haben wir noch für die Hautberuhigung die Heilerde hier mit drin enthalten. Finde ich 1A. Also ich kann es halt wirklich wärmstens empfehlen, sich das zu wünschen, sich das einfach für einen ganz besonderen Moment einfach zu gönnen, ne? Das zu verschenken. Wirklich tolles, tolles Produkt. Hier sind schöne Kalkflecken drauf, weil wir ein sehr kalkhaltiges Wasser haben, läuft bei uns, aber wir kriegen das hin, ne? Jetzt habe ich natürlich noch 2 richtige Sonnen- oder klassische Sonnenprodukte von Dalton, die ich euch natürlich auch mega empfehlen möchte. Da habe ich zuallererst, damit du halt überhaupt gar keinen Sonnenbrand bekommst, UVA und UVB, Lichtschutzfaktor 30, ist jetzt nicht das allermeiste, aber wenn ich jetzt nicht pickepack in der Sonne bin und nicht mit dem Rücken auf dem Boden, nein, quasi, Quatsch, wenn ich gebückt, ne, im Kreuzhupfen halt, wenn ich das nicht pick in der Sonne mache, brauche ich auch nicht Lichtschutzfaktor 50+. Aber wenn ich normal, ne, keine Ahnung, grillen, draußen Kaffee trinken,
sein, wie auch immer, reicht bei mir auch Lichtschutzfaktor 30. Und hier haben wir ein tolles Sonnenschutzspray. Das kann ich euch auf der Haut auch mal zeigen. Nennt sich übrigens Prevent and Control UV Protection Spray. Das sind jetzt beides neue Produkte, ne, die ich jetzt für dieses Jahr hier habe, weil bei uns halt noch nicht so krass sommermäßig ist. Also wir haben bislang noch nicht so das Luxus hier haben dürfen, dass wir uns viel bräunen hätten können. Und ich habe halt vor allem Zeit im Haus verbracht. Und hier auf diesem Arm kann ich euch mal das Spray zeigen. So, da haben wir einmal das Sonnenschutzspray drauf. Und dufttechnisch ist es wirklich sanft. Das ist nicht so erschlagend, ne? Das finde ich auch sehr positiv. Und eben weil das halt ein Spray ist, Sprays finde ich immer sehr cool, wenn es halt auch so um Rücken eincremen und sowas geht, ne? Ist es eine ganz schöne Geschichte, weil du es halt schöner dosieren kannst. Und was hier ein Traum ist, du hast keinen Weißschleier. Liebe ich. Also ich liebe es, keinen Weißschleier zu haben. Weil dann siehst du halt echt immer schlimm aus, finde ich. Finde ich wirklich. Wenn ich mit meiner weißen Haut halt nochmal einen Weißschleier drüber habe, dann sieht das aus, als hätte ich Schimmel angesetzt. Das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Das ist ein ganz sanfter, dezenter Duft. Ne? Also normalerweise kennt man das ja von diesen Sonnenprodukten, dass du so bäm, krass irgendwas hast, ne? Hast du nicht. Und das zieht super schnell ein. Also auch für meinen Freund ist das halt eine geile Kiste, weil der hasst es, eingecremt zu werden. Ist wie es ist, da sind wir halt einfach unterschiedlich. Und ja, weil jetzt habe ich direkt nicht dieses, dass irgendwas an mir klebt. Ich weiß jetzt nicht, kann ich hier irgendwie was... Ich habe jetzt hier leider nichts zum an mich dran kleben. Meine Haare könnte ich doch hier so mal zeigen, ne? Bleiben halt nicht kleben. Geile Demonstration, Claudia. Hochprofessionell, ich sag's euch. Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz geile Geschichte. Jetzt kommen wir mal zu den Inhaltsstoffen des Ganzen. Hier haben wir die Spirulina-Alge drin enthalten. Die haben wir gleich auch in dem anderen Produkt drin. Die enthält Eisen, Vitamin E, Vitamin B1 und Vitamin B12. Und die hilft, also die ganzen Antioxidantien, die ne, helfen halt bei der Zellerneuerung. Das ist immer eine ganz gute Geschichte. Und dann haben wir hier zusätzlich noch eine ordentliche Portion Vitamin E halt drin. Unser schönes Schönheitsvitamin. Und das macht halt den Zellschutz optimal. Finde ich klasse. Und das ist einfach ein schönes Spray mit einem ne, schönen, schnell einziehend. Also jetzt ist es halt direkt, das ist wie boah, samtig. Richtig geil. Wirklich gut. Und ja, sehr gutes Produkt für den Sommer. So, jetzt kommen wir zum letzten Produkt und zwar, wenn alle Stricke reißen und man vielleicht dann doch etwas zu lange in der Sonne war und die Haut etwas weint, dann sollte man sich halt eine After-Sun-Lotion gönnen, ne? Ist wie es ist. Die ist halt dafür da, damit deine Haut wieder regeneriert wird und halt diese ganzen Entzündungen zurückgehen und du halt nicht mehr aussiehst wie ein Krebs, ist wie es ist. Ich weiß noch, als ich vor 2 oder 3 Jahren unsere Aloe Vera Pflanze geplündert habe, die es leider jetzt mittlerweile hinter sich hat, ne? Weil mein Rücken halt total verbrannt war. Und in solchen Situationen ist sowas halt ein guter Helfer. Das ist Prevent and Control, die Body Lotion After Sun. Heißt so, ist jetzt natürlich noch original verpackt, weil ich sie dieses Jahr noch nicht gebraucht habe. Für euch öffne ich die natürlich. Weil ihr solltet natürlich jedes Jahr eure Sonnenschutzprodukte neu öffnen. Ne? Das ist ja auch immer nur 6 Monate oder 12 Monate haltbar. So, jetzt muss ich mal dieses ganze... So, entfernen und ja, das ist halt eine praktische Tube, das ist Tube, nicht zum Sprühen, kann man sich das auf die Haut machen. Oh, ich muss das ja immer hübsch zeigen hier, ne? Beautiful. So, brauche ich jetzt nicht so super viel, weil ich jetzt natürlich keine sonnengeschädigte Haut habe, sondern einfach nur eine Hauthaut. Und die riecht ja fast nach nichts. Das ist ja auch der Wahnsinn, ne? Ja, ganz leicht nach irgendwas Aloe Vera-mäßigem oder so. Aber jetzt nicht aufdringlich. Und auch die zieht schnell ein. Ist wirklich sehr so wässrig. Ne? Also super schnell, dass die halt einzieht und jetzt nicht so eine dicke Creme- oder Fettschicht auf der Haut hinterlässt, was ich immer sehr angenehm finde. Also wenn Produkte das nicht machen, sondern halt einziehen. Und ja, jetzt seht ihr einen wunderschönen, glänzenden, eingecremten und feuchtigkeitsgespendeten Arm. Ist natürlich klasse, ne? Ich mag den Duft. Also das riecht schon wieder nach Sommer. Ah, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ich sag's euch, ich lieb's. Und hier haben wir drin Panthenol für die Zellneubildung. Das brauchen wir natürlich. Wirkt halt auch entzündungshemmend, weil wenn du da so einen Krebsrücken hast, brauchst du das. Und beruhigend wirkt Panthenol halt auch. Wieder Panthenol ist Vitamin B5. Und, nein, das ist Provitamin B5 nennt sich das. Und hier haben wir auch die Spirulina-Alge drin. Die enthält auch hier Eisen, Vitamin E, Vitamin B1 und Vitamin B12. Warum sollte sie jetzt andere Sachen enthalten? Und hilft hier auch bei der Zellerneuerung, was gerade bei After Sun halt super wichtig ist. Ne?
Ja, also das hier sind, wie gesagt, meine 7 Sommer-Schönheitstipps von Dalton, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte und die einfach eine gute Wirkung haben. Das sind so Produkte, die würde ich jedem empfehlen, der mich fragt, Claudia, hast du irgendwie eine Idee für gute Sommerpflege? Was kann ich machen, um das Ganze um vorzubeugen, um meiner Haut was Gutes zu tun und so, ne? Dann sind das diese 7 Schätzeleins definitiv. Und das kann ich wirklich wärmsten Herzens und noch wärmeren Herzens, weil ich ja jetzt aktuell auch noch die 25% Rabatt mit an der Hand bekommen habe. Bäm! Sommer, Claudi. Und das ist halt so, so geil. Das ist auch nochmal ein Viertel vom Preis runter. Läuft, Leute, ne? Also, schaut bei Dalton vorbei. Die haben ein riesiges Sortiment. Tobt euch aus, wenn ihr möchtet. Denn jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr das Ganze so günstig wie sonst gar nicht bekommen könnt. Und ja. Ich hoffe, ihr begleitet mich vielleicht so ein bisschen auf Instagram. Da poste ich dann auch gerade so kleine Eindrücke. Und es wird auch noch auf jeden Fall einen Vlog geben, den ich euch mitfilme, ne? Dass ihr dann auch so meine kompletten Eindrücke von Korfu und von den Mädels auch mitbekommt. Ey, ich freue mich so. Das sind so nette Leute. Also, der Wahnsinn. Und das war es jetzt auch hier von mir. Tada! Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, was ich da rein verlinke. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!